Guten Morgen, Deutschland. Ich grüße euch alle da draußen und ich spreche heute extra etwas langsamer, liebe Leute. Denn was ich jetzt sage, das ist ganz, ganz wichtig. Ja, das muss bei jedem von euch da draußen, liebe Bundesbürger, hängen bleiben. Zumindestens hoffe ich es, liebe Leute. Willkommen im Idiotentest 2.0. War das zu schnell für euch? Also noch mal ein bisschen langsamer. Willkommen im Idiotentest 2.0. Glaubt ihr nicht? Bitteschön. Ja, kurz vorher war er ja noch im Krankenhaus, jetzt ist er wieder da. Und wenn ihr glaubt, das ist der Einzige. Nein, nein, wenn man ein bisschen in die Lokalzeitung sucht heute Morgen, dann findet man in Wolfsburg zum Beispiel schon mal das hier. Ja, und irgendwie, liebe Leute, liebe Bundesbürger, ich meine, ganz im Ernst jetzt, ne? Ich meine, wir haben ja nun ein bisschen aufgearbeitet, ja, zumindest die Massenmedien haben sich ja im letzten Jahr ein bisschen was getraut, insbesondere was Inzidenzien und valide Datensätze, die halt bis heute nicht vorhanden sind. Also wir haben uns ja mit der ganzen Geschichte jetzt mal über ein Jahr beschäftigt, ne? Und wir können doch eines festhalten, ja. Also die Nummer hier, die kaufen wir euch nicht mehr ab. Oder doch? Herrlich, herrlich, herrlich. Allein die Impfung. Wenn Sie sehen, die Leute in den Impfzentren, die sind glücklich. Ich bin's auch. Es muss ja Pläne geben, ne? Aber ist meine Finger dran. Also, liebe Leute, liebe Bundesbürger, ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich bin beim Idiotentest 1.0 dicht durchgefallen und ich habe auch nicht vor, beim Idiotentest 2.0 durchzufallen. Und wie hieß es doch so schön in der Historie und in der Geschichte, liebe Bundesbürger, wehret den Anfängen.